Und damit seid gehusten, lieben Zwerge, die Nummer haben wir zu denken, zu einem neuen Part. Let's Show
Animal Crossing New Horizons mit dem Zwergenfürst. Inzwischen ist Frühling geworden. Wir haben Frühling auf der Insel. Und ihr seht schon, ich glaube, kann es irgendwie zeigen, ist ja irgendwie müsste irgendwie. Ja, die Uhr, 18.14 Uhr haben wir es, 25. Februar. Ein bisschen vorproduziert, da sieht man authentisch. Das ist auch wichtig, ich habe die Zeit nicht vorgestellt, ich bin kein Zeitreiser hier. Animal Crossing, das ist direkt, ist live. Also jetzt ist nicht live, aber es ist wirklich die, ist es wirklich der 25. und 18.15 Uhr. Jo, wir haben nach wie vor immer die Aufgabe. Die Aufgabe. Ja, bei dem Ding hier mit allen Leuten zu reden und immer den Tag auf die jeden Tag auf die Insel zu kommen. Tag 35. Ich war heute schon mal auf der Insel. Aber wir haben die Mission hier. Da gucke ich immer drauf, soziales Tier. Da müssen wir nochmal jeden Tag mit den Leuten reden. Also suchen wir hier zum ersten in diesem Part alle Leute auf, alle Bewohner. Du bist kein Bewohner, du bist Lomeus. Können wir auch mal mit dir reden. Wer auch immer du bist. Jo, 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 hier ist er wieder, euer lieber Biber, Lomeus. Ist da, um euch zum Fischen zu verführen. Aber wem erzähle ich das? Du folgst mir sicher in sämtlichen sozialen Netzwerken auf Schritt und Tritt. Und du hast in Erwartung meiner Ankunft bisher schon dein Angel und deine Online-Präsenz poliert. Du weißt, wie sehr ich Angelmeist zu schätzen weiß. Und ich weiß, wie sehr du Sternlis zu schätzen weißt. Dein Hinweis noch, Angeln ist jeden Tag ein neues Abenteuer. Während gestern glänzte, stinkt heute ab. Deshalb muss ich jedes Mal wieder alle Teilnehmer auf eigene Prüfung prüfen, bevor ich ihnen etwas abkaufe. Was sagst du? Du musst den Angelcheck bestehen, dann kann ich deine Fische zu Höchstpreisen. Kaufe ich denn zunächst mal? Ah, okay, ich kann auch nicht mehr lesen. Oh ja, yeah. Außerdem könnte ich dir Sammelfische organisieren, falls du auf sowas abfährst. Nee, danke. Bis morgen 5 Uhr bleibt. Okay, ja, schön. Ich habe mal Sternlicht vergraben. Ich habe mein Inventar tatsächlich geleert, weil ich hier relativ oft am Früchte sammeln bin. Pflücken und so. Mein Inventar hat sich sogar vergrößert. Ich habe noch Sternis. Ich kann auch gerade mal einmal über die Insel laufen. Wir müssen alle Bewohner besuchen. So werden wir sowieso über die Insel laufen. Ein paar neue Brücken sind da. Und alle Früchte sind ja natürlich abgeerntet. Ab und zu liegt ein bisschen Holz neben den Bäumen. Das noch nicht aufgesammelt habe. Ich habe es noch nicht erwähnt, ich habe hoffentlich im Schnitt dann im Vorhinein eingeblendet, ich war zu Besuch auf der Insel von einer Zuschauerin. Ja, hier ein paar Aufgänge und ein paar Brücken habe ich gebaut hier bei mir. Es ist Frühling geworden seitdem, ja, ich habe ein paar Clips gemacht auf der Switch. Die werde ich vorher eingeblendet haben. Eine Zuschauerin war auf meiner Insel und ich war bei ihr auf der Insel. Wir haben einen Campingplatz. Die Bewohner wollen wir besuchen. Das ist wichtig. Aber jetzt schon mehrere. Ich weiß nicht, wie lange der letzte Part her ist. Und wie mein Standort war. Beim letzten Mal. Ich nehme sehr unregelmäßig an mit Crossing auf. Der Pierre, willkommen in meinem Refugium oder meiner Bude, wenn du es so willst. Piep. Lass uns plaudern. Oh hey, gehst du zum Sport wegen des Gymnastikschuhs, meine ich. Das wäre nichts für mich, ich bleib bei der Astronomie. Ne, ich gehe auch nicht Sport sein, das T-Shirt sieht noch gut aus, deswegen trage ich es hier. Na wohl, so oft wie der Avatar hier rüberspringt, in die Flüsse und so. So, ist zum Glück noch früh genug, dass wir die auch draußen irgendwo erreichen können. Und ich habe wie ihr mitgekriegt haben solltet, ich habe
mein Haus umgesetzt. Das steht jetzt auf der Insel. Die Insel muss dann auch noch irgendwann mal anpassen, wenn ich da noch mal ein bisschen so weit was kann. Ist ja, sobald KK auf unserer Insel ist und Konzerte gibt, dann kriegen wir auch das Anpassungstool, dann können wir auch die Ebene anpassen. Das wird extrem cremig. Jawohl, ja, flott, flott. Was treibst du da? Was ich hier treibe? Willst du wissen? Ja, schau dir ruhig genau an. Wenn ich fertig bin, wird das ein stabiler Eisenarbeitertisch. Arbeitstisch. Basteln verlangt echt Fingerspitzengefühl, was normal nicht so meine Stärke ist. Aber die Mühe lohnt sich voll. Willst du auch mal ran hier so eine Eisenarbeitstisch zu basteln? Kann dir zeigen, wie. Ja, wir holen uns immer die ganzen Rezepte ab. Wusste ich doch, hier hast du die Anleitung. Hau rein. Flott, flott. Silvia. Die ist ja ein spezielles Känguru. Ja, Känguru. Er hat ein kleines Kind im Beutel. Bin auf das Ergebnis wie ein Flitzebogen gespannt. Sachen selber machen rockt echt heavy. Oh, Zwergi, schön dich zu sehen. Wie kann ich dir heute helfen? Eine Bewohnersache. Es tut mir sehr leid, dass dir einer der Bewohner Ärger bereitet. Unternimm etwas. Welcher unserer Bewohner macht dir denn Kummer? Und was genau stört dich an, Silvia? Oh je, tut mir wirklich leid, dass Silvia dir gegenüber wohl nicht höflich war. Soll ich mal mit Silvia reden und sie bitten, ihr Verhalten zu ändern? Sag nichts weiter, ich werde umgehend mit Silvia über ihre Verhaltensweise reden. Bisher habe ich noch jeden mit meiner überaus vergnügten Art zu Vernunft gebracht oder so. Bitte gib umgehend Bescheid, falls dir wieder jemand Ärger bereiten sollte. Kann ich dir sonst noch etwas antun? Ja, alles Paletti. So. Okay. Eine Brücke oder einen Aufgang haben wir gerade nicht am Laufen. Gibt es nichts, was wir irgendwie bauen müssen. So, weiterhin zwei Bewohner haben wir schon. Den Rest noch sammeln. Bin unterwegs, wahrscheinlich trainieren. Notwisch. Der Notwisch. Den mag ich. Mein Lieblingsbewohner hier. Und dann wollte ich heute noch, wenn die Zeit noch dafür reicht, wahrscheinlich nicht, wenn ich hier alle Bewohner getroffen habe. Aber wenn es noch reicht, wollte ich noch, sag schon, hier ein Meilenticket nutzen und da mal auf neue Bewohneranwerbung gehen. Einen haben wir schon auf dem Campingplatz getroffen. Kollege Jesko. Oh, hallo. Dich hätte ich hier gar nicht erwartet. In deinem Haus. Ja gut, ist schon ein Hausfriedensbruch, hast du schon recht. Lass uns quatschen. Ein Gymnastikshirt trägst du heute sicher praktisch, wenn man sich viel bewegen will. Da bekomme ich ja von Zusehen fast schon Lust auf Sport. Aber ich glaube, ich werde noch lieber hier drin bleiben. Laufe jetzt nackig rum. Ja. Hätte ich immer auf das Gymnastiksport angesprochen. Mit Unterhemd laufe ich rum und Maske im Gesicht. So muss das. Schön vor Covid-19 schützen. Auch im Spiel. Mein schönes Blumenbeet. Habe ich das euch schon im letzten Part gezeigt? Ja, die Früchte sind ja allein gesammelt. Da können wir jetzt noch ein bisschen am Strand Muscheln sammeln. Dann noch ein bisschen Geld bekommen. Morgen macht der Shop zu.
Moment, der Shop zu, da habe ich dann, da wird er vergrößert. Das ist jetzt habe ich endlich geschafft, den Shop zu vergrößern. Da ist dann ein Tag zu. Mit Unterhemd, Oberkörper frei am Strand zum Muscheln sammeln, das ist ja genauso. Genauso muss das. Genauso muss das. Jo. Jo, Digga. Oh Mann. Für meine Versprechung. So, zack. Oh. Ein Fossil, was ich mich ausgegraben habe. Was ich vergessen habe. Ich bin eigentlich heute schon mal durchgelaufen und habe alle Fossilien, alle. Sag schon. Alle Obst. Gesammelt und hierher gebracht. So. Ich werde was verkaufen. Ach komm, verkaufen wir einfach das Fossil mit. Muss der Eugen halt ohne auskommen. Okay, das, den Eisentisch will ich noch haben. Nur ich zumindest mal erlernen. Gut, ich muss auch noch mein Haus abbezahlen. Kann ich 16.000 schon mal einpflegen. Ins Konto. Gut. Das. Dann mal 16.000. Das mal erlernen. Hier ist ein Arbeitstisch. Das Shirt muss so bald wie möglich loswerden. Ich muss neues anziehen. Kein Bock mehr darauf angesprochen zu werden. Ich bin auch sportlich. Okay, die Brücke muss noch fertig werden. Haben wir da schon genug? Genug Zeugs. Die haben wir schon abbezahlt, oder? Ja, das wird morgen fertig sein. Die Brücke zu meiner Insel, damit ich nicht mehr mit dem Sprungstock rüberspringen muss. Ging hier leider vorne nicht, weil das nicht gerade genug ist. Sobald es dann gerade ist, machen wir das dann noch. Ob ich jetzt alle Bewohner finde, ist jetzt auch nicht gesagt, muss privat dann nochmal nachmachen nachher. Jetzt erstmal Haus noch ein bisschen abbezahlen. Dann machen wir nochmal Meilenticket. Warum nicht? Vielleicht finden wir da einen Gast, den wir auf die Insel holen können. Den Bankautomat, genau hier. Amiibo habe ich nicht. Kreditabzahlung. Oha, das ist noch viel. Dann können wir erstmal ein bisschen zuzahlen. Na, so viel ist es gar nicht mehr. Schafft man einmal noch Früchte sammeln. Okay, Sekunde. Wir wollten ein Ticket buchen. Ach, wir haben kein Geld mehr. Das ist ja blöd. Okay, mit Nugmeilen, vielleicht können wir mit Nugmeilen, oder ja, mein Ticket mit Meilen. Ja, möchte ich einlösen. Sehr schön, muss ja nicht mit Sternis bezahlt werden, sondern mit Meilen. Heißt auch Meilen Ticket. So, ab die Post. Wenn nicht, sammeln wir ein bisschen Rohstoffe. Mit Hemd und Schaufel. Ja. Ich habe auch ein eigenes Design, was anziehen könnte, aber ich mag den Hemdlook. Ich laufe hier ein bisschen Zentrum. Ah, das ist der Ludwig. Hey, du den. Hey, alles ist gut bei dir. Lass uns plaudern. Ideales Outdoor-Wetter. Da freuen sich die Muskeln doppelt, wenn sie an der frischen Luft sind. Weißt du, was ich an meinem Muskelshirt richtig toll finde? Das ist super saugfähig. Da bleibt die Haut bei jedem noch so schweißtreibend schön trocken. Und nicht so. Natürlich fliegt das Teil nach jedem zweiten Workout direkt in die Waschmaschine. Nach jedem zweiten? Okay. Da kommt jemand angerannt. Ah, das ist Kiki.
Ich wollte mich nur bei dir bedanken, Zwergi. Wenn Leute sagen, du willst KK auf unsere Insel aufmerksam machen, damit er hier auftritt, Miausi. Ich bin dir ja so dankbar dafür, dass du hart daran arbeitest, Zwergi. Ganz unter uns, ich glaube, KKs größter Fan auf der ganzen Insel bin ich. Tatsächlich habe ich da schon was vorbereitet, was helfen könnte. Na, wir kriegen da mal Gegenstände, die wir aufstellen müssen. Vielleicht hast du ja Verwendung für meine Spiele. Also für deine große Casadu-Wehrmacht-Zone, meine ich. Okay. Da haben wir schon einige getroffen. Die kommen dann ins Lager rein. Ich tue das T-Shirt und die Spiele gerade mal ins Lager rein. Die müssen wir eigentlich aufstellen, aber... Ach komm, da stellen wir sie irgendwo hier hin. Wenn es hilft. Eine kleine Spiele. Und den Sprungstab hier rüber. Schöner Blumengarten. Schön umzäunt, falls ich das noch nicht gezeigt habe. Und das ist mein Inventar, das ist mein Lager, das ist ziemlich voll. Nur das Nötigste mitnehmen. Das Inventar leer ist, dann können wir viel mitnehmen von der Insel. Und die Insel schlachten. Die Insel ausschlachten. Wo wir jetzt mit dem Look meiner Ticket hinfliegen. Ich habe noch keinen Plan, was wir machen können. Beim letzten Mal wurde mir, glaube ich, von Melinda gesagt, dass die Insel jetzt einen Sterne-Rang hat. Das ist... Ja, neue Bewohner müssen wir holen, das habe ich mitbekommen. Aber was wir noch für Maßnahmen machen müssen. 5 Sterne müssen wir, glaube ich, kriegen, damit KK auf die Insel kommt. Das kann auch ein bisschen dauern. Hey King, willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Casadu. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Roger, du scheinst übrigens ja auch ein Mailand-Ticket zu haben. Sag Bescheid, wenn du es einlösen möchtest. So, für die Unterlagen müsste ich noch eins wissen. Wo möchtest du hin? Mailand-Ticket. Aber es ist auch interessant, da kannst du, glaube ich, was kannst du da nochmal? Kannst du Fotografien machen, Fotostudio-Insel. Ja, uninteressant gerade. Können wir auch vielleicht irgendwann mal machen. Du möchtest dein Mailand-Ticket verwenden, Roger. Es ist alles bereit zum Abheben, aber nur um sicher zu gehen, bist du bereit für die Werkzeuge am Start. Auf geht's. Bin bereit. Let's go. Speichervorgang. Speichern ist wichtig. Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab jemanden, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles startklar. Okay, dann guten Flug. Und viel Glück. Dahl. Dodo Airlines. Roger, kaum zu glauben, aber Flug Mangosorbi ist sicher auf der Zielinsel gelandet. Spektakulär. Nun zu, ich warte hier und fliege nicht weg. Komm vorbei, wenn du Werkzeug oder einen Flug brauchst. Ein Bienchen und Bäumlein, der Dodo sagt, pack es einfach ein. Sind das da? Äpfel sind das. Sehr schade, davon haben wir genug auf der Insel. Was soll's, ich pack's trotzdem ein. Pfirsiche brauche ich noch. Ich glaube, 2 Früchte habe ich noch nicht gesammelt. Dafür sind die Meilen-Tickets ja mal gut, dass du dann hoffentlich neue Früchte für die Insel findest. Orangen habe ich schon, Äpfel habe ich schon, Kirschen habe ich schon und Birnen. Birnen war meine Anfangsdingens. Dann können wir die hier noch verkaufen. Die Blumen nicht, aber das Unkraut können wir auch verkaufen und pflegen. Meine Orangen und Blumen habe ich immer noch an. Die finde ich hübsch. Super hübsch. So, jetzt wird hier schön geerntet. Auch ein paar Kokosnüsse.
Können wir es halt verkaufen. Kriegen wir ein bisschen Geld. Zum Haus abzahlen. Vielleicht schaffen wir es heute, das Haus schon abzuzahlen. Ich meine, das haben wir schon abgezahlt, aber die Erweiterung. Wir haben noch eine Erweiterung gekauft. War ja auch ein Ziel. Unkraut. Das wird einem ja auch mal abgekauft. Werkbank auch nicht schlecht. Die Steine sind man auch noch schlagen. Um Stein und Materialien zu bekommen, zu craften. Und erstmal Unkraut sammeln. Und Äpfel. Zum Glück haben wir alles Zeugs dabei, da können wir abholzen, können wir zur Not auch noch, wenn wir das Holz brauchen, über die Flüsse springen. So. Schön die Äpfel sammeln. Ist jetzt ein bisschen, ich hoffe es ist nicht zu lang, weil ich es ein bisschen eintönig hier, Bäume schütteln und so weiter. Das ist halt Animal Crossing. Ich hoffe, euch gefällt es irgendwie. Und ich kommentiere das Äpfel schütteln, Äpfel, Bäume schütteln. Prahle ein bisschen. Ja, was gibt's da zu sagen? Jo, außer dass hier mit der, ich glaube, Jella heißt sie, glaube ich, Jelva oder Jella, die Bewohnerin, Zuschauerin, die ich bei mir auf der Insel zu Gast hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss mich selbst überraschen lassen im Schnitt. Ist schon ein bisschen her, da lag noch Schnee. Die wird sich freuen, dass im Video drin ist, dass ich das dann reingeschnitten habe. Hoffentlich gelingt es mir. Jetzt, wo wir es angekündigt haben, muss ich mich bemühen. Da muss ich jetzt ein bisschen im Schnitt nicht dran setzen. Da sind wahrscheinlich auch, wenn ich sehe hier, das Kreuz markiert die Stelle, das Loch, gibt es ein paar Fossilien. Das Wort Fossilien ist mir gerade nicht eingefallen. Fossilien gibt es ja. Angeln könnten wir jetzt ja auch, aber das machen wir auf der heimischen Insel. Mir geht es mir hauptsächlich um die Früchte, um das Unkraut. Und wenn wir hier auch noch einen Bewohner drauf finden, dann bin ich ganz happy. Wenn wir auf die Insel einladen können. Sehr schön. Sieht aber momentan nicht danach aus, als ob hier Bewohner sind. Ich glaube, die kommen mittlerweile noch auf den Campingplatz. Früher, als wir noch keinen Campingplatz haben, konnten wir hier die Leute finden. Oder riech mich da. Läuft hier wirklich irgendwo einer rum? Interesse hätte ich ja. Das bringt ja scheinbar die Insel voran. Und es ist auch noch früh genug und der Laden hat offen. Ich glaube, wir waren heute zum ersten Mal im Laden drin. Zumindest in den Parts, die wir hatten. Weil ich immer bisher spät aufgenommen habe. Habe ich auch mal früh aufgenommen. Schon 18 Uhr angefangen. So, die Leiter habe ich mit dabei. Das Inventar wird langsam voll. Es füllt sich langsam mit Unkraut und Früchten. So muss es sein. Für Zwerge, um das Haus zu finanzieren. Also wenn wir einmal, als ich heute das letzte Mal nachgeguckt habe, als ich heute die Insel leer kommt habe, die Früchte gesammelt habe, alle Äpfel, alle Birnen, alle Orangen und alle Kokosnüsse und alle Kirschen. Mit ein paar Fossilien habe ich noch gekauft, also insgesamt kommen wir schon auf 100.000. Es geht schon von einer Tagesernte. Das haut schon hin. Kommen wir hier vielleicht auch wieder drauf. Jetzt haben wir schon leer geerntet.
Gänse. Sieht fast so aus. Sind wir schon fertig hier. Und dann müssen wir noch nach den Löchern gucken hier mal. Eben gerade mitnehmen, was mitzunehmen geht. Na komm. Ist vielleicht was Neues, ein Fossil, was wir dem Museum spenden können. Ist nichts Verkehrtes dran. Ansonsten noch ein bisschen Mineralien sammeln. Nichts damit Wertvolles, kein Gold drin. Das kommt ja auch sehr selten vor, dass man mal Gold drin hat in einem Stein. Oder Geld, gibt auch Geldsteine. Und dann stößt nochmal von Stein, wo Sternensäcke rauskommen. Ich hoffe, es zerbricht irgendwann mal lang noch gegen Steine. Das hat man, glaube ich, auch schon mal. Hier auch schon mal ein Park gezeigt. Wenn nicht, ja. Ich habe ja bestimmt selbst irgendwie mal einen Kurs hingespielt oder es bei dem anders geguckt. Müssen wir keine Schaufel zerbrechen hier extra zur Demonstration. Und ein Tausendfüßler. Den würde ich mal fangen, wenn er nicht abhaut. Der haut ab. Und da ist er schon zerbrochen, haben wir es gesehen. Gerade erwähnt, die Schaufel kaputt. Können wir den anderen Stein auch nicht mehr machen. Dann müssen wir einen neuen. So, kann die Leiter eigentlich kaputt gehen? Was machen wir denn, wenn wir oben auf dem Berg drauf sind? So eine Notrettung machen. Wenn wir Berg oben drauf sind und dann die Sache hier kaputt geht. Oder wir nicht mehr über den Fluss kommen. Wie gesagt, Notrettung. Ansonsten. Gut, dann also wieder zurück. Fliegen wir zurück. Du willst Funkmarzipan steuern mit dem Ziel Kasadum nehmen. Hast du auch nichts vergessen? Los geht's. Meine Schaufel habe ich vergessen, aber die habe ich zerstört. Müssen wir mit leben, müssen wir so eine neue craften. Ist gar nicht so schwer hier in einem Crossing. Keine Ursache. So, dann verkaufen die Sachen noch. Vielleicht können wir dann das Haus abbezahlen heute noch. Diesen Part. Das wäre gar nicht so verkehrt. Und dann sind wir mit der Partlänge schon. Wenn ich richtig auf die Uhr gucke, sind wir schon dran an der 30-Minuten-Marke. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. So. Ich will was verkaufen. Sehr schön. Schöne Äpfel von anderen. Oh, den behalte ich noch. Falls wir den noch abgeben können. Unkraut und Zeugs von anderen Insel verkaufen. Das Material können wir auch behalten, aber ein bisschen Geld bringt's. 35.000, ja immerhin. Ich weiß nicht, ob das reicht, wahrscheinlich nicht ganz für die Abbezahlung. Aber immerhin ein bisschen was. Schauen wir mal. Die Brücke ist schon abbezahlt, die müssen wir nicht mehr abbezahlen. Das ist gut. So. Achso, ja, hier müssen wir hin. Nockportal.
Nicht nur Ballen. Nicht nur Kmeilen. Bankautomat, ich möchte meine Schulden abbezahlen. Ja, das reicht noch nicht ganz. Aber zum Teil. Können wir mal sehen. Muss privat noch ein bisschen sammeln. Ja, 150 Sterne haben wir noch auf dem Konto, aber das tut jetzt auch nicht mehr. Tut auch nichts mehr zur Sache. Gut, dann sage ich mal Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part Animal Crossing Horizons nicht verpassen wollt. Joa, hier meine kleine Insel, hier, das ist ja an manchen Ecken hier noch. Dann kommt dran vorbei, aber ist noch ein bisschen unschön. Müssen wir noch ein bisschen was vergrößern. Da ist bald eine Brücke. Müssen wir hier mal so rum. Ja. So, habt ihr noch einen angenehmen fröstlichen Abend, einen angenehmen fröstlichen Tag, sagt der Hemd, der Hemdlos, würde ich sagen. Achso, den wollten wir noch machen, dann muss ich privat machen. Sagt der T-Shirt-lose Zwergi. So, ja. Man sieht sich. Bis dann, Leute. Ciao.